Einen schönen guten Tag und willkommen zurück bei Amnesie der Bunker. Ja, so, wir gehen jetzt hier nochmal runter. Ich habe übrigens einen neuen Freund gefunden. Er nennt sich Ziegel. Und er ist ein Meister darin, Türen zu zerstören, die aus Holz sind. Deswegen habe ich mir so gedacht, versuchst du diese Tür mal hier zu öffnen. Und da sind Ratten drin. Oh oh. Der streunt hier auch die ganze Zeit rum. Ganz schlimm ist das. Ich will mir eigentlich gerne Ziegel holen. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Ich habe nämlich Ziegel hier reingezimmert. Oder wo ist Ziegel hin? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, Ziegel müsste irgendwo hier drin liegen. Wir können natürlich auch noch die hier nehmen. Oh, wir haben was dazugelernt. Das vertreibt die Ratten. Kann aber Ziegel nicht sehen. Das ist auf jeden Fall eine Schnur. Eins Schnur. Ich glaube, Ziegel ist weg. Wenn Ziegel nämlich weg ist, ist das ein großes Problem. Ja. Ja, das geht nämlich auch irgendwann aus, das Ding. Das jetzt einfach mal mit. Das ist nämlich ein Raum, in dem waren wir schon. Hier ist Security. Hier kommen wir nicht rein. Aber da hängt ein Schlüssel. Der könnte wichtig sein. Und ich denke mal, mit dem können wir vielleicht auch die Türen öffnen vom Prison. Wie gesagt, Problem in der Geschichte ist... muss die Tür irgendwie aufkriegen. Ich habe noch eine Granate dabei, also rein theoretisch könnte ich versuchen, die Tür aufzusprengen. Würde auch, glaube ich, klappen. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ein Versuch wäre es wert. Also wir wissen definitiv, mit Ziegel funktioniert das. Ich hatte aber, glaube ich, in irgendeinem Raum noch einen Ziegelstein gehabt. Ich glaube, hier war es. Da habe ich den Ziegel von hier genommen. Ne, hier ist noch Ziegel. So. Ziegel, komm mit. Du bist jetzt meine einzige Waffe. Wir müssen natürlich darauf achten, wenn das Monster kommt, müssen wir Ziegel fallen lassen und rennen. Aber so dumm es sich jetzt anhören mag, ich werde diesen Ziegel jetzt mitnehmen. Bis zu der Tür, die eine Karte beinhaltet. Weil die war auch aus Holz. Dann kann ich vielleicht, wenn ich im Hub bin, mich ein bisschen besser orientieren. Einfach dann zu sehen, wo bin ich gerade, wie viele Räume gibt es da noch und so weiter und so fort. Ich habe jetzt auch ein paar Textstücke eingesammelt, die ich nicht gelesen habe. Das tut mir auch leid. Aber gerade ist es wichtiger, aufzupassen, dass ich hier nicht drauf gehe. So, diese Tür werde ich jetzt versuchen zu zerstören. Setzt du natürlich das Monster an. So. Wir gehen natürlich dahin, wo das Geräusch herkam. Kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Das ist physikalisch nicht möglich. Deswegen gehen wir erstmal weg. Okay, er kommt hier hoch. Sollte die Flucht antreten. Wenn die Tür ist auf, das ist das Wichtigste.
aber Eisentüren zerstören kann, weiß ich nicht. Okay. So, ich habe eine zweite Heilung. Lege ich mal ab. Das Fuel können wir dann hier reinpacken. Und somit haben wir schon mal einen kleinen Fortschritt gemacht. Also die Info, dass wir mit Ziegelsteinen Türen zerstören können, ist Gold wert. Aber ja, wie gesagt, das lockt ihn halt jedes Mal an. Komm, Alter. Der kann doch nicht hier rein, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klingt die Musik wieder ein bisschen netter. Okay, wir gehen mal wieder raus. Jetzt kommen wir hier nicht weiter. Aber wenn das Monster mich tötet, dann ist es so, aber gespeichert habe ich. Das Fiese ist halt, hier sind lauter Löcher, wo der rauskommen kann. Problem in der Geschichte ist, es gibt nicht genügend Sachen, um die Löcher zu stopfen. Und Sachen aus Holz, die kann er genauso gut zerstören, wie ich mit Ziegel. So. Ziegel liegt noch da, das ist hervorragend. Er hängt ein bisschen im Boden, aber das ist nicht schlimm. Oh, Ziegel ist nicht mehr das, was er immer vorher war. Aber okay. Ich sag mal so, das ist verschmerzbar. So. Oh! Munition. Da sage ich nicht nein. Eine Kugel könnte aber mein Leben retten. Hier ist noch was. Komm, Alter. Echt jetzt? Der kommt? Auch das hier. Funkraum. Die Unterkarte wurde der Hauptkarte im Verwaltungsbüro hinzugefügt. Genau. Jetzt haben wir nämlich die Teilkarte von den Baracken. Hier auf das Gasfass zu schießen ist Selbstmord. Aber wenn er kommt, werde ich ja auch vom Gas getroffen und dann ist Game Over. So, was haben wir denn noch hier? Patrouillenbericht, 10. Juli 1916. Letzte Nacht. Seltsame Vorkommnisse. Schütz Lambert hat, den wir nach seiner Patrouille am 8. für tot gehalten hatten, kehrte bei bester Gesundheit zu den Baracken zurück. Er trug Schütz Clement, den Explosion schwer verwundet hatte. Lambert berichtete Folgendes. Während seiner Patrouille stürzte er vorgestern auf halbem Wege in einen tiefen Krater, aus dem er nicht entkommen konnte. Sein guter Freund Clement stahl sich letzte Nacht davon, um ihn zu suchen, entdeckte ihn in dem Krater und half ihm heraus. Sie wurden entdeckt und angegriffen. Dabei wurde Clement durch eine Explosion verwundet. Lambert musste ihn zurücktragen. Äußerst eigenartig, dass Lambert weder beim Sturz noch durch die Explosion verletzt worden ist und seine Retter gerettet hat. Aber mit dem Schlachtenglück ist das so eine Sache. Die Winde des Schicksals wehe in jedem Leben unberechenbar. Lamberts Beschreibung zufolge muss sich der Krater, in den er gefallen ist, in direkter Nähe der von uns freigelegten römischen Tunnel befunden haben. Vielleicht ist aufgrund der Arbeiten dort unten entstanden. Empfehle im Rahmen einer vernünftigen Patrouille, künftigen Patrouille, Nachforschungen anstellen zu lassen und sicherzustellen, dass wir keine Hintertür zu unserem eigenen Bunker geöffnet haben. Vielleicht haben sie etwas viel Schlimmeres geöffnet. Einen Zugang zur Hölle. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Ziegel jetzt wirklich dead ist. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal sicherheitshalber ein Stück Ziegel mit. Vielleicht reicht das ja auch.
Nicht jetzt. Der schleicht hier die ganze Zeit Patrouille, kann das sein? Der lässt mich nicht mehr zu dieser Tür. Der Klack. Der Klack. Gut, dann schleichen wir. Ist auch okay. Muss nämlich hier durch. Rein theoretisch wäre es hier durch kürzer, aber hier sind die Ratten. Ist ein bisschen tricky. Ich werde mal einen längeren Marsch probieren hier durch. Der Schlüssel wird wahrscheinlich aber eher hierfür sein. Communication. Security. So. Hier. Ach, das ist die andere Seite, genau. Gott. Noch geschlichen. Was willst du denn von mir? Ich kann die Kiste nicht öffnen, wenn ich draufstehe. Ich glaube, die Kisten sind dafür gedacht, etwas zu lagern. Damit das Inventar nicht so voll ist und man sich denkt, okay, ich brauche hier etwas. Ich kann es auch einfach zurücklassen. Weg. Das gerade nicht. Muss gleich halt einen Haufen leer machen. Vielleicht muss er die Tür öffnen. Also wie gesagt, die besteht halt auch nur aus Holz. Ich brauche den Schlüssel da drin. Deswegen, Petri heil, ne? Oh Gott. Hoffentlich kommt er nicht. In einer Ecke und du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich hocke in einer Ecke und du siehst mich nicht. Geh wieder weg, damit ich den Schlüssel nehmen kann. So Stranger Things mäßig. Wenn die Lampen anfangen rumzuflackern, dann wirst du mir definitiv, der ist hier irgendwo. Das ist auch immer ein gutes Indiz, vor dem Monster so ein bisschen gewarnt zu werden. Von wegen, oh oh. Here it comes. Don't fuck me up. Oh, noch mehr Munition. Sehr gut. Wie viele Kugeln habe ich jetzt? 2. Besser wie nix. Somit habe ich auf jeden Fall ein bisschen Munition. Kann das Monster zur Not in die Flucht schlagen, wenn er kommen sollte. So. Guck mal, da haben wir noch Flaschen. Schön Xoffer. Ich mach erstmal wieder aus der Hocke raus. So, gib Schlüssel. Nicht? Bitte? Das? Ich habe den Funkraumschlüssel. Oh nö! Mein Freund hat der... Seit der Tunnelsabotage werden überall die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Ich habe den Befehl erhalten, die Tür zum Funkraum abzuschließen. Unter uns. Aber unter uns. Ich werde in meinem Bett in der Baracke einen Nachtschlüssel deponieren. Man weiß schließlich nie, wann einem so etwas mal von Nutzen sein kann. Orti. Den Funkraumschlüssel. Ja, geil, du Arschloch! Der verfickte Funkraumschlüssel hat er. Großartig. Die Baracken sind hier. Genauso wie die Ratten. Moment, ich habe Fleisch. Der hat nichts. Erst einfach mal in die Richtung hier. Vielleicht finden die das ja ganz gut.
Ist es nicht der hier? Morty? Ah! Yes! Oh mein Gott. Ich habe den Funkraumschlüssel. Nur noch an den Ratten hier vorbei. Okay. Funkraum, geradeaus. Okay, let's go. Einer mit, oder? Es ist scheiße dunkel. Man sieht zum Glück durch den Gamma-Wert ein bisschen was. Ich will halt hier nicht Licht machen mit meiner Funzel, sonst habe ich das Gefühl, dass das Monster gleich kommt. Jedes Mal denke ich mir so, ich weiß ja nicht. Lass mal die ganzen Flaschen hier. Anschütze Faber oder Faber. Ich war dabei, als sie deinen Freund Neuer aus dem Tunnel geholt haben. Er hatte stundenlang geschrien, ehe man ihn ausfindig machte. Selbst als er auf der Trage festgeschnallt war, versuchte er noch zu schreien, doch seine Kehle entwich bloß ein grässliches Krächzen. Alle Pioniere, die da unten Dinge gesehen haben, Ebenfalls. Wir zwei sollten uns mal darüber unterhalten, was zu tun ist. Sag Bescheid, wenn es dir passt. Oh, Zahne. Gott, jetzt ziehen die Flaschen hier so. Brauch Licht, ich sehe sonst halt einen Scheiß, ne? Okay, reicht schon. Noch mehr Flaschen. Das Funkgerät ist tot, glaube ich. Anyone left? The code is 8, 7, 5, 6. Funknachricht gehört. I hope that you can hear me. I hope that you can forgive me. The Arsenal code is 8, 7, 5. The arsenal is locked. You need this code. 8, 7, 5, 6. Über die Kombination? Hat er das notiert? Waffenkammer. Yes! 8, 7, 5, 6. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat so gut funktioniert. Ich werd wahnsinnig. Benzön. Kann man verschlossene Schlösser aufschießen? Ich bin mir nicht sicher. Damit wird's nicht gehen. Ein Versuch ist es wert, ne? Und tschüss. Jedes kleine Geräusch lockt dieses Monster an. Jedes Mal. Egal was du machst, es kommt. Du kannst dir zu 99,9% sicher sein, dass wenn du irgendein Geräusch machst, was ziemlich laut ist, dass es das hört. Da frage ich mich die ganze Zeit über, was hat denn das für gute Ohren, Alter? Oh, scheiße. Hat er gegen den Schrank geschlagen, oder? Weil der besteht auch nur aus Holz, ne? Eine Kugel hätte ich noch, um ihn abzuwehren. Weil ansonsten habe ich nur Benzin dabei. Wow. Ich nutze aber lieber meine Ressourcen, um Dinge zu öffnen und sonstiges, um hier voranzukommen, statt das gegen das Monster zu verwenden. Also in den meisten Fällen ist hier irgendwo eine Möglichkeit, sich zu verstecken. Halt ein Schrank oder sonst irgendwas. Bis das Monster sich halt verzieht. Und dann kann man sagen, oh ja, okay, let's go. Ruf das wieder rein, lass weitergehen. Man kann auch vor ihm abhauen. Ich denke mal, das geht auch. Aber ich glaube, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit holt er einen irgendwann ein.
Und dadurch, dass er halt überall auftauchen kann, ist natürlich so, ja, überall wo noch ist, kann er rauskommen. Es gibt sehr viele hier. Okay, ich werde mal hier kurz einen Cut machen, bis der weg ist, und bis gleich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Luft ist rein. Ich höre aber noch immer irgendwas. Atmen. Wackel. Hat ja alles kaputt gemacht. Guck mal, der Tisch ist weg. Der ist nicht mehr. Was ist denn da drin? Tagebuch. Okay. Das ist ein bisschen zu viel, um das Ganze vorzulesen. Ich bin gerade so ein bisschen in Eile. Der Generator leer? Bin mir gerade nicht sicher. Kriech ich mal vor mich hin. Ja, irgendwas. Echt schlimm gerade. Ich will die ganze Zeit irgendwas atmen. Okay. Was habe ich denn für eine wichtige Information? Ach, genau, der Code für die Waffenkammer. Das ist wichtig. Theoretisch kann ich jetzt ja wieder hier rausgehen, ne? Ich glaube, geradeaus war auch nichts. Gleich jetzt einfach mal hier lang. Ich habe ja noch Benzin bei mir, das kann ich dann in den Generator kippen, wenn wir wieder zurück sind. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Lass mich einfach in Ruhe. Ich gehe hier weg. Du gehst hier weg. Dann sind wir zwei einfach glücklich. Diese Kackbratze, Alter. Der. Wow, was war das? Achso, geladen. Der lässt halt einfach nicht lockern, ne? Der fühlt sich wohl hier einfach pudelwohl. Einfach hier so random rumzuschleichen und irgendwelche Leute abzumurzen. Vor allem, bis auf mich und diesen deutschen Soldaten ist ja sonst hier niemand. Das heißt, seine Opferzahl ist relativ gering. Wir wissen ja aber nicht aus den Dokumenten, wie viele Leute es abgeschlachtet hat. Wir können nur mutmaßen, aber sicher sein können wir ja nicht. So. Kann mich wieder am Tisch verstecken. Großartig. Ah ja. Licht. Ich liebe Licht. Licht ist gut. Da. Mannschaftsquartiere. Security waren wir. Der Darkroom, weil der war ziemlich dark. Genau. Communications, da waren wir auch drinne. Ability Room, ich weiß es nicht, Break Room. Es fehlt mir halt eine Karte von unterwegs. Die Karte hier in diesem Raum bringt halt nichts, als ob ich mir das merken kann. Vor allem, ja, Pathfinder wäre halt auch geil, um zu wissen, wo genau ich bin. Aber das würde halt diesen Survival Horror, den das Spiel ja hat, so ein bisschen schmälern, was ich ja durchaus verstehen kann, aber so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Hätte irgendwie schon geholfen, hätte man zumindest mal eine Karte für unterwegs. Aber okay. Beschwer mich nicht. Ich nehme noch eine Granate mit, damit ich mich irgendwie verteidigen kann. So. Benzin. Hey, der Laden läuft wieder. Frage ist, wo ist die Waffenkammer? Waffenkammer, Waffenkammer.
Storage. Seht ihr nirgendwo? Munitionslager, Zugang zur MG-Bunker. Kapelle, Vorratskammer. Quartier des Vorarbeiters, bla 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 bla. Außenraum, Mannschaftsquartier, Umkleide, Gefängnis. Ich muss nochmal draußen gucken. In Beschreibungen. Dass da garantiert irgendwie ausgeschrieben, wo der Weapon Storage ist. Achso, ne? Hier. Okay. Ah, hier. Könnte auf jeden Fall helfen, wenn wir vielleicht in der Waffenkammer irgendwas finden. Eine Waffe möglicherweise? Aber wir können das Ding ja nicht töten, aber zumindest ein bisschen Munition wäre ganz cool. Okay. Let's see. Okay, die Tür ist zu. Ich habe auch leider keinen Stein, glaube ich. Siegel ist nicht hier. Not there for me. Ja, okay, hier bringt mir aber ein Code nichts. Das Ding ist festgekettet, nicht in einem Code gesichert. Ich habe leider keinen Code. Ist hier noch Benzin zufälligerweise? Irgendwas? Nee. Ich habe jetzt zwar ein bisschen was reingeschüttet, aber naja, was soll ich sagen? Wie war das jetzt auch nicht? Da liegt noch was. Ah ja, Leuchtfackel. Hey, hier rüber springen. Hm. Die Daten sind auch tot. Kiste. Vorrangend. Okay. Hier habe ich mich noch nicht so wirklich umgeguckt, aber hier wird auf jeden Fall einiges schon zerstört. Von dem Monster. Ah, hier. So, lass mich gucken. 8756. Komm schon, 8756. Jetzt mit mir hier drin oder was? Dynamit? Oh, wie schön. Fuel. Weiß ich, wo er ist. Komm ich mal hier in die Ecke. Habe ich noch eine Kugel? Lass mich raus hier! Oh Gott, bitte nicht! Ja, das war's wohl mit der Knarre. Alter Mann. Okay, die Handgranate ist meine einzige Möglichkeit, jetzt noch zu überleben. Zungert er halt da draußen rum, weißt du? Ah Gott. Wir sind doch schon gleich am Ende der Folge, aber ich wollte noch gerne die Waffenkammer mir anschauen. Dieser Drecksack. Der wird jetzt langsam ein bisschen aggressiver, glaube ich. Umso weiter ich im Spiel voranschreite, desto häufiger habe ich das Gefühl, kommt er. Er ist unfucking fassbar. Da, ah, schon wieder. Ich hier einfach nur irgendwie rum und dann hört man schon irgendwas. Ich würde gerne auch diese Tür aufkriegen, aber ich habe nichts. Oh, ich habe was in der Hand. Wird der Teil der Karte auch freigeschaltet werden. Okay, dann lass uns das so machen. Wir gucken uns das nächste Mal in der Waffenkammer um. Ich werde jetzt erstmal versuchen, diese Tür aufzuspringen.
Und in Deckung. Weil da kommt er gleich. Weil die Granate gegen ihn zu verschwenden, ist halt auch ziemlich sinnlos. Warten wir erstmal, bis er sich aufregt, wieder abregt, wieder nach Hause geht. Dann schnappe ich mir die Karte. Also die Teilkarte. Und somit wissen wir halt auch schon mal, was hier in diesem Bereich ist. Vielleicht hilft uns das ja auch irgendwie. Aber die Information zu haben. Wir machen mal kurz einen Cut, bis gleich. So, ich glaube, unser Mitbewohner ist weg. Oh, scheiße, war da... Na, großartig. Da war irgendein Gastank drin. Und wenn ich jetzt da reingehe, gehe ich drauf. Okay. Aber wisst ihr was? Dann warte ich, bis sich das Gas verflüchtigt hat. Ich weiß nicht, ob das passieren wird. Ich gehe mal schon davon aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Amnesia the Bunker. Dann, wie gesagt, werden wir definitiv nochmal hier hingehen zur Waffenkammer und uns da nochmal umschauen, ob wir vielleicht nochmal das ein oder andere finden, was uns näher zu dem Bolzenschneider bringt. Weil, wie gesagt, das ist das aktuelle Hauptziel in meinen Augen, den zu kriegen, weil wir haben einige Türen hier, die verschlossen sind, die auch sehr wichtig sind, unter anderem diese hier. Und dann können wir uns dann halt in diesem Bereich noch weiter umgucken, weil wir haben gesehen, der Waffenkammer ist Dynamit. Damit könnten wir vielleicht den Eingang wegsprengen und rauskommen. Vielleicht auch das Spiel beenden, ich weiß es nicht, aber werden wir noch rausfinden. Alles klar, dann schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!